Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um diese schöne Hundestator. Ich chill hier auf jeden Fall mit meinen, ja, eigentlich sind das ja Wölfe, aber macht nichts. Für mich sieht es so teilweise aus für wie Hunde, die walten sich auch so und deswegen habe ich sie ein bisschen eingekettet an mir selbst und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Zuschauen des Videos und ja, fangen wir an. So, Freunde, auf jeden Fall kommen wir zum Bauen jetzt wieder. Wir benötigen die weiße Keramik, die rosa Keramik, die graue Keramik, hellgraue Keramik und die normale Keramik. Als erstes nehmen wir uns die weiße Keramik, platzieren die Füße hin von dem Hund, platzieren die hier drei Blöcke drauf, wieder eins dazwischen frei, wieder drei Blöcke hier hin, wieder eins dazwischen frei, so wie in einem Katzenvideo, falls ihr euch das angeschaut habt. Das ist das letzte Video nämlich, was ich jetzt oben rechts verlinken werde. Und ja, genau. Jetzt setzen wir hier dazwischen einen Block hin und hier einen Block dazwischen hin. Nehmen uns die normale Keramik, platzieren die hier eine komplette der Reihe rein. Setzen die rosa Keramik hier da vorne hin. Wenn wir das haben, geht es weiter mit der hellgrauen Keramik. Die hellgraue Keramik ziehen wir jetzt hier komplett eine Reihe drauf, damit das so aussieht. Setzt noch eine Reihe hier drauf, aber nur drei Dreier rein. Dann sieht das so aus. Platzieren hier oben noch eine Reihe drauf. Und hier davor noch eine Reihe. Und hier oben kommen wieder die Ohren drauf, rechts und links hin. Dann sind wir schon. Nee, gar nicht wahr. Hier hinten kommt noch das Stummelschwänzchen wieder hin. Da müssen wir den Block hier hinten in der Mitte dran setzen. Machen einen Block hier oben drauf und gehen eins nach draußen. Aber machen den Block wieder weg. Genau, nehmen uns nochmal die weiße Keramik, platzieren hier unten einen Block hin und hier darunter einen Block hin. Dann sieht das so aus. Jetzt kommen wir zum Gesicht. Jetzt benötigen wir nochmal die weiße Keramik, die wir jetzt gerade schon benutzt haben für hier hinten. Jetzt nehmen wir die vorne, platzieren einen Block vorne in die Mitte rein. Und hier vorne dran links und rechts einen Block hin. Jetzt nehmen wir uns nur nochmal die graue Keramik, platzieren die für die Augen hier hin und für die Stupsnase. Und schon ist unser Hund fertig. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat dieses kleine Wuffi-Video gefallen. Falls ihr noch nicht geschehen habt, diesen Kanal zu abonnieren, würde ich mich sehr gerne darüber freuen, wenn nicht sogar ein Like auf dieses Video zu geben. Und falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch auch gerne die Glocke. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video und danke auf jeden Fall fürs Zusehen und da gewesen sein. Ciao, Leute, macht's gut. Euer Pathos.